Freunde, ein großartiger Tag erwartet uns. Wir werden uns durch ganz Berlin essen bei den vielleicht besten Läden der Stadt. Und als allererstes müssen wir frühstücken und dafür gehen wir zu Brekkie 44. Los geht's. Also schauen wir uns mal die Karte an. Charakteristisch sind hier die Egg Sandwiches. In einem Brioche-Brot, gefüllt mit was auch immer man möchte. Zwischen 7 und 10 Euro, also relativ fairpreislich. Auf jeden Fall ein guter Ort, um seinen Tag zu starten. Wir schauen uns erstmal um, dann bestellen wir uns was Leckeres und lassen es uns gut gehen. Sieht sehr gut aus. Oh, da wird man wach, oder? Flat White. Es sieht wirklich wunderschön aus. So soft scrambled eggs liebe ich ja. Ne, so ein ganz weiches Rührei, Bacon dazu, Briochebrot. Das kann nur lecker sein und ich habe ganz hohe Erwartungen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es so gut aussehen würde. Ich habe natürlich wie immer die Spots in der Stadt, in der ich mich nicht so gut auskenne. Teils selbst ausgewählt, teils über Empfehlung. Aber ich gebe mir immer große Mühe, deshalb bin ich mir sicher, alles was heute kommt, kann sich wirklich sehen lassen. Aber vor allem, hier, let's go. So gut. Ich habe ja die ganze Zeit schon an Eggs-Lad in L.A. gedacht. So der Laden, der so Egg-Sandwiches macht zum Frühstück. Die Eier mit so Butter aufgeschlagen. Es ist auch so ein leichtes Sriracha-Mayo dabei. Das Bun selbst, unfassbar butterig, sehr wolkig. Also es schmeckt wirklich unglaublich gut. Durch die Bank, alles hittet, alles verschmilzt. Unfassbar weich, lecker, fluffig. Es ist richtig, richtig gut. Also richtig, richtig, richtig gut. Wenn ich hier leben würde, ich würde das ständig essen, kein Spaß. Also danach kann ich mir vorstellen, ist jetzt nicht das leichteste Frühstück. Du kannst danach jetzt wahrscheinlich keinen Marathon laufen, aber es geht dir gut. Das ist Comfort Food. Das an einem Sonntag und der Tag wird perfekt. Im Bett liegen, chillen, beste Leben. Sehr, sehr krass. Hätte ich nicht gedacht und ich habe sogar noch eins zu probieren. Garlic und Bacon. Knoblauch und Bacon zum Frühstück. Dann endet der Tag, bevor er angefangen hat, aber wir probieren das Ganze. Digga, ich habe sowas noch nie gesehen, so mit diesen fetten Brioches. Was mich ernst gerade wundert, wie weich die sind. Mhm. Heute wird ein guter Tag. Wirklich unglaublich gut, eine echte 10 von 10 von Herzen. Lari testet heute die veganen Spots. Mhm. Bist du auch zufrieden? Unnormal. Für so ein Avocado-Brot ist echt nochmal ein bisschen was anderes als das, was man kennt. Kaffee wirklich auch sehr gut. Eine Sache, finde ich, sticht noch heraus. Ich habe nach den Top-Food-Spots gefragt. Und so viele Leute haben mir ein Frühstückslokal geschickt. Es waren keine anderen Frühstückslokale da, sondern das. Deshalb, das spricht für sich. 44 Brekkie, absoluter Win. Ab zum nächsten Spot. Willkommen zum zweiten Spot. Wir stehen vor Konopkes Imbiss. Hier haben wir sie also. Eine schwierige Frage. Welche Currywurst zeigt man in Berlin? Weil Berliner Currywurst ist natürlich fast so bekannt wie Berlin selbst. Und unsere war es auf Knopke gefallen. Ilja, ein Freund aus Berlin, Ur-Berliner, ne? Hat gesagt, hier muss ich hin, das ist original. Direkt unter den Bahngleisen und man sieht auch die Schlange, gibt ihm recht. Hier sind auf jeden Fall einige Leute, die aussehen, als wüssten sie, wo es eine gute Currywurst gibt. Und hier haben wir sie. Also, sieht nicht nach viel aus, aber ich hoffe, sie schmeckt nach viel. Was ich sehr interessant finde, du kannst hier nicht auswählen, willst du scharf, willst du atomscharf, willst du Erdnusssoße. Nein, du kriegst einfach eine Currywurst. Kannst du normal nehmen, kannst du vegan nehmen. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Die Haut außenrum sieht schon so ein bisschen knusprig. Komm, überanalysieren nicht. Wir lassen den Geschmack entscheiden. Es ist halt eine geile Currywurst, ne? Also ich glaube, mehr muss es auch nicht sein. Curry 36, klar, keine Frage. Kenne ich auch, hatte ich auch überlegt. Das ist halt so weniger so ein Tipp. Deshalb sind wir hier gelandet. Die Currywurst schmeckt super gut. Die Soße ist auch sehr lecker. So, die Wurst ist knackig. Super soft innen drin. Ich muss euch nicht viel erzählen, was eine gute Currywurst ausmacht. Aber wenn ihr in Berlin eine Currywurst essen wollt, seid ihr hier auf jeden Fall an einer guten Adresse. Außenrum fahren die Bahn, der Verkehr. Es ist hektisch. Am besten isst ihr einfach im Stehen. Schnell, zack, zack. Auf einem Hauseweg irgendwie. Pommes-Test, auch genau wie sie sein müssen. Wir probieren dann nochmal schnell die vegane Variante. Boah, sehr gelungen ist die Haut an der veganen Version, weil die echt knusprig ist. Innen drin auch lecker. Also hier ist für jeden was dabei. Hier gibt es eine gute Berliner Currywurst. Knopke, wisst ihr Bescheid. Wir gehen zum nächsten Spot. Der ist gar nicht weit von hier. Nächster Spot, Shiso Burger, mein persönlicher Favorit. Und warum? Das sehen wir jetzt. Los geht's. Dankeschön. Ah. Ja,
Jetzt sitzen wir also und es gibt für mich nur einen Burger, den ich hier bestelle. Ich habe Shiso-Burger zufällig entdeckt vor 5 Jahren oder so, als ich mal in Berlin war. Und ich habe einen Bulgogi-Burger bestellt. Und ich schwöre euch, als ich damals in Berlin war, ich war ganz allein. Wie alt war ich da? Ich war über 18 oder 19 oder so. Und ich bin 4 Tage lang jeden Tag zu Shiso-Burger gegangen. Ich meine es komplett ernst. Ich bin komplett hängen geblieben auf diesem Burger. Und jedes Mal schmeckt er mir wieder genauso gut. Und was ihn so besonders macht, zeige ich euch jetzt gleich. Endlich ist es soweit, Leute. Allein dieser Duft, der aufsteigt, das hat was in mir ausgelöst. Also wirklich, das war so vor allen Food-Videos und bevor ich so ein größeres Interesse habe. Und ich habe Gefühle für diesen Burger. Der ist nicht normal. Wir haben hier ein gedämpftes Bun mit schwarzen Sesamkörnern, welches super weich ist. Unbeschreiblich. Innen drin haben wir das Bulgogi Beef, also diese Rinderstreifen. Oben rote Soße, die so sehr pikant ist. Ein bisschen Blattspinat, Cheddar ist dabei. Und leicht Sriracha Mayo, so eine gelbliche Soße. Das ist wirklich... Das ist der einzige Spot, der von mir ist. Ohne Berliner zu sein, kann ich sagen, dass das hier eine der besten Sachen ist, die man in Berlin essen kann. Ich glaube, es gibt Shiso-Burger auch in Hamburg, aber diese Art von Burger ist halt nicht so populär. So, ich weiß nicht, ob die das erfunden haben oder ob es das noch woanders gibt. Er sieht halt auch wirklich schon super aus, ne? Ich gehe jetzt rein und danach muss Eric probieren, weil ich will wissen, was er dazu sagt. Ist wirklich so lecker. Echt? Ich liebe diesen Burger. Ich habe auch jeden, den ich mag, der mit mir in Berlin war, habe ich hierher gebracht. Sogar Ilja, den mag ich zwar nicht. Aber sogar Ilja ist ja Berliner und ich habe dich auch zu Shiso gebracht. Erinnerst du dich? Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Deswegen hast du auch 2 Burger bestellt. Die beste Beschreibung ist Umami. Die Röstaromen beim Bulgogi, auch diese rote Soße, die so kräftig schmeckt. Dann dieses Bun, was quasi während man es einfach nur hält, so zusammenschmilzt. Es ist unglaublich. Eric, gib ihm. Das sind große Töne, die du gerade verloren hast. Also wirklich, du hast das auch noch nicht gegessen. Nein. Boah. Wie intensiv das schmeckt, ey. Ich finde den wirklich krank. Das Einzige, was er mit einem Burger zu tun hat, ist, dass das das Brot und Fleisch ist. Ja. Aber alles andere, diese ganzen Geschmacksrichtungen, hast du noch nie in einem Burger geschmeckt. Ja. Aber die sind genau richtig da drin. Guck mal, wie saftig das ist. Unnormal. Unnormal lecker. Habe ich zu viel versprochen? Noch einen bitte. Schönster Manager von Just in Deutschland. Ja, schmeckt. Das war Shiso Burger, mein persönlicher Favorite in Berlin. Aber es gibt einen, den nennen sehr, sehr viele andere als ihren Favoriten. Und ihr habt ihn mir so oft geschickt. Ich weiß, 2. Burger, das ist ja kein klassischer Burger. Wir fahren jetzt zu Goldies. Und hier sind wir jetzt. Wir haben Glück, dass ein Dienstag ist. Ich glaube, der Laden ist so im Hype, dass man sonst eigentlich immer warten muss. Jetzt gerade zum Glück nicht. Es spricht vieles dafür, dass es hier ein richtig guter Burger ist. Nicht nur die Meinung von Holle, von Lukas, von vielen anderen. Die benutzen amerikanische Buns, Martin's Potato Roll. Sehr, sehr geil. Machen die Patties so super dünn, super schön gesmashed. Ich liebe ja Smashburger, mache sie häufig für mich selbst. Und habe noch nie so einen richtig guten in Deutschland in einem Restaurant gegessen. Meine große Hoffnung, ich weiß, 2. Burgerspot, aber der andere war was ganz anderes. Und ich musste euch einfach beide zeigen. Deshalb gucken wir mal rein. Ich habe mir wie so oft nicht viel angeschaut. Es sieht krass aus. Es sieht sehr, sehr krass aus. Das perfekte Brownie sieht sehr, sehr gut aus. Der Käse schmilzt so ins Patty rein, so wie man es kennt, wie man es liebt. Ist auf jeden Fall so ein Burger, von dem man mehrere essen kann. Also ich finde schon mal, dass man sich die Mühe macht und diese amerikanischen Buns importiert, dickes Plus. Der beste Burger, den ich bisher gegessen habe, war wahrscheinlich der bei Burger She Wrote in Los Angeles. Sehr, sehr krass. Sieht dem ganz ähnlich. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Der hat ein bisschen anderes Bun, King's Wayne. Das hier ist Martin's Potato Roll, aber... Einfach eine andere Marke. So. Ja, ja. Das Fett trieft und ich gehe einfach direkt rein. Komm, let's go. Wow. Wie viel macht der richtig? Sehr viel. Der vegane Burger ist auch unnormal krank. Ja? Ja, wirklich, schmeckt überhaupt nicht vegan. Besser veganer Burger, den ich hatte, ja. Ich habe einen guten Vergleich, weil ich habe mehrmals in der letzten Woche auch für den TikTok letztens Oklahoma Onion Burgers gemacht, die so ganz dünn gesmashed und ich bin auch der Meinung, dass ich ganz gute Smashburger zu Hause hinbekomme. Das hat aber nochmal ein anderes Level, also deren Grill wird einfach heißer, kontinuierlich heiß. So die Kruste, die das Fleisch bekommt, ist Killer. Das ist ein Burger,
den man so nicht bekommt. Ich weiß zumindest keinen anderen Ort in Deutschland, wo man den einfach so bestellen kann. Ganz kurz für Leute, die Smashburger nicht kennen. Dieser Burger macht alles richtig, was ein Smashburger machen soll. Der verschmilzt so zu einem. Wenn man so Fast Food, so Junk Food denkt, dann denkt man an sowas. Sehr krasser Burger. Vielleicht der beste, den ich hier in Deutschland gegessen habe. Absolut verdient hier in dieser Liste. Shoutout an die Jungs, die ihn alle schon getestet haben. Weiter geht's zum letzten Spot mit einer weiteren Sache, die nicht fehlen darf in Berlin. Ihr habt vielleicht schon eine Idee. Natürlich darf ein Döner nicht fehlen. Ein Berliner Döner, ein Gemüsedöner. Wir sind vor Rüyam. Viele kennen den Laden vielleicht von Eli. Er meinte, ey, wenn du nach Berlin kommst, musst du hier mal einen Döner essen. Deshalb machen wir das heute. Ein Berliner Döner muss in der Berliner Foodtour sein. Ich persönlich liebe Berliner Döner. Und deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier bin, einen Döner zu essen. Den möchte ich jetzt testen. Und nicht nur Eli sagt, dass er gut ist. 4,8 von 5 Sternen aus über 8000 Bewertungen. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ganz klassisch beenden wir den Tag in Berlin mit einem Döner. Normalerweise nach dem Feiern gehen. Wir, nachdem wir den ganzen Tag gegessen haben. Aber ein Döner passt immer. Gehen wir rein und holen uns einen. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wir haben natürlich verschiedenste Läden, die eigentlich es verdient hätten, aufgenommen zu werden, nicht aufnehmen können, weil es einfach ein absolutes Überangebot in Berlin gibt. Ich hatte auch Eli gefragt, welcher Laden drin sein muss, nach seiner Meinung. Er hat gesagt Grill Royal, so ein Steakhouse. Aber das passt einfach nicht mehr in diesen Tag rein. So. Ich wollte unbedingt einen Döner haben, deshalb Grill Royal Empfehlung. Und ein Laden, den ich leider auch nicht testen konnte, ist Orania. In der Nähe von Goldie Smashburger. Ein Laden, der eine gehobene Küche bietet. Die Empfehlung war von gleich 2-Sterne-Küchen, das 4-Gang-Entenmenü. Nur, dass ihr es mal gehört habt, vielleicht, falls ihr auch sowas Lust habt, ist das was für euch. Aber jeden Moment kommt jetzt der Döner. Ich freue mich darauf und dann ich schlafe. Schön. Danke dir. Und Appetit. Dankeschön. Okay. Im Vorfeld hätte ich vielleicht gesagt, dass das ist, auf das ich mich am meisten freue. Bei den guten Sachen, die wir gegessen haben, kann ich es unmöglich behaupten. Es war wirklich so krank, was wir alles heute hatten, aber ein Berliner Döner setzt allem die Krone auf. Wie gesagt, Rüyam, ich setze große Stücke darauf, vertraue auf Elis Worte. Ich habe auch zum Beispiel von Shirin David Superhahn, also ihren Lieblingsdöner mal getestet. Ist auch ein Gemüsedöner, auch sehr, sehr krass. Ich persönlich habe früher, ich weiß nicht, ob der immer noch gut ist, hier in Berlin immer Döner 44 in Kreuzberg gegessen, war auch sehr, sehr krank. Aber ja, ich merke schon, das Brot ist knusprig, schön mit Sesam obendrauf. Let's go. No joke. Ich vermisse wirklich einfach, Jakob würde mich wieder haten. Jakob ist ja Kölner, geborener Kölner. Aber es gibt keine vergleichbaren Döner in Köln. So, es gibt, Berliner Döner sind einfach die Macht, Alter. Brötchen knusprig, die Soßen, Knoblauchsoße, beste Leben. Und das Fleisch, es gibt hier nur Hähnchenfleisch, ist sehr, sehr saftig. 5,80 Euro ist, glaube ich, mittlerweile auch ein relativ normaler Dönerpreis geworden. Ich tue mich mittlerweile echt schwer, immer über Preise zu reden, weil Inflation, so, da will ich einfach nicht drüber urteilen. Die Gastronomen machen da schon, was sie für richtig halten. Ich habe gerade ein bisschen Minze dabei, so diese Gemüsevariation im Gemüsekebab ist auch sehr, sehr gelungen. Ich habe den ganzen Tag gegessen, eigentlich dürfte ich keinen Hunger mehr haben und ich bin auch nicht mehr so hungrig, aber es schmeckt trotzdem krass gut. Ich bin nicht derjenige, um zu beurteilen, ob das der beste Döner in Berlin ist. Ich weiß, dass es ein sehr krasser Döner ist. Ich glaube, das waren auch sehr krasse Foodspots, 5 an der Zahl. Ein paar Empfehlungen habe ich noch gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und sagt, wenn ihr Bock auf Part 2 habt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Berlin, wir sehen uns bestimmt wieder. Peace. Hast du 3 gezeigt? Peace. Nein, das sollte so Lukas sein. Peace.